warum soll ich schweigen? Ja, und Menschlichkeit, sagt Dömer. Und das ist es eigentlich auch. Warum gelingt es immer wieder, die Völker dieser Welt gegeneinander in den Krieg zu hetzen? Warum machen da nicht die Politiker mal den Vorreiter und gehen selbst oder schicken ihre Kinder in den Krieg? Vielleicht wäre der dann ganz schnell von der Erde verschwunden. Wir sagen, wenn man mit diesen Waffengeschäften nicht so viel generieren würde, so viel Profit, und wenn dort nicht Lobbyisten im Deutschen Bundestag wären, die dann den Leuten dort einreden, dass wir immer mehr Rüstung brauchen, dass wir uns kriegstüchtig machen müssen, dann sage ich, das sind die eigentlichen Kriegstreiber. Die verhindern, dass wir Verhandlungen bekommen, dass wir miteinander mit den Völkern in Frieden und Eintracht leben. Was wäre, wenn wir mit Russland wieder gute Verhältnisse hätten? 2001 ein junger Herr Putin war im Deutschen Bundestag und hat die Hand gereicht. Hat die Hand gereicht und hat gesagt, wir wollen zusammen in Frieden leben, wir wollen handeln. Ihr habt eure Interessen, wir haben unsere Interessen. Und er kriegte Dauerbeifall, Standing Ovations. Und heute ist er der neue Hitler. Aber was ist dazwischen passiert? Wie hat sich die NATO ausgedehnt? Wie hat sich die USA in der Ukraine eingemischt? 5 Milliarden Dollar für den Regierungswechsel. Man hat Leute in die Spitzenposition gebracht, die man selbst ausgewählt hat und die USA hörig sind. Und heute will dies keiner mehr wissen. Sondern man fängt dann ja, in 22 an, die Ursachen zu erkunden und sagt, nur die Russen sind schuld. Und die Russen sind schuld. Nein, diese Prozesse sind komplexer. Und Deutschland und die EU und die damit verbundenen Qualitätsmedien hätten verhindern können, dass dieser Krieg überhaupt ausbricht. Und dass hunderttausende Menschen ja, schon gestorben, gefallen sind, viele verwundet, Millionen vertrieben und viele wissen ja in diesem Land nicht, dass 4 bis 5 Millionen Ukrainer, russischstämmiger ja, Abstammung, dass die nach Russland geflohen sind, zum Teil. Oh!
scheucht.